Reaktionsvideo, ein bisschen Feedback-Video nochmal ganz kurz. Ich habe wieder verschiedene Videos bekommen von meinen Teilnehmern, wie er trainiert. Nochmal ganz kurz. Ich habe die Videos ein bisschen durchnummeriert. Es waren insgesamt 9 Clips und ihr solltet schon selber wissen, wer ist in Video 1, wer ist in Video 3, was weiß ich. Und ich gehe da einfach mal jetzt mal ein bisschen drauf ein. Grundsätzlich Sache, ihr habt die Sache vom Ninja Mandel neulich gemacht. Auch Ninjas können tanzen. Dieser Beinwechsel. Tolle Sache. Ich finde es zum Beispiel gut, dass ihr teilweise zwar zum Beispiel Schulterproblem habt, aber trotzdem in einer schönen flüssigen Bewegung, nicht mit zu viel Power, das einfach versucht zu machen, und sicherlich habt ihr da noch einen guten Trainingseffekt. So, jetzt generell, was mir aufgefallen ist bei der Sache, ist, wenn ihr die Bewegung macht, die Ziehbewegung, es ist weniger, ich zeige es mir hier auf dieser Linie, also es ist weniger ziehen, und dann bin ich hier auf der Linie und komme zurück, kann man machen, als so als Anfang, aber grundsätzlich ist es, hier sehe ich ein bisschen zur Seite, und dann kommen wir wieder so fast auf die Grundlinie zurück. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, kommt von hinten der Gegner, versucht euch anzugreifen, ihr wolltet in seiner Linie bleiben. Okay? Nutzt da ein bisschen dieses Hochreißen vom Schwert für euren Sprung, das macht es einfacher. Ja? Das ist die eine Sache, was mir aufgefallen ist. Die andere Sache zum Beispiel, beim Ochigori, Video Nummer 1, Ochigori. Das ist also nicht, ihr kommt hier in die Drehung rein und dann seid ihr, ja, also nicht so in die Drehung rein und dann ist es das und dann das, sondern wirklich hoch die Klinge, richtig hoch und dann runter. Ja? Keine Kasumi noch einmal, dann mache ich das. Ist es nicht. Versucht es wirklich hoch, groß, richtig groß. Deswegen der Name Ochigori. Das ist also das, was mir bei dem ersten Video aufgefallen ist. Was mir noch aufgefallen ist. Nee, eigentlich gar nichts. Gut, das gilt auch für das zweite Video. Dann Video Nummer 3. Beim Noto, wenn ich jetzt also das Schwert zurückbringen will, weil wenn ich jetzt vielleicht vom Körperbau ein bisschen kompakter bin, ein bisschen kleiner bin, hier werde ich mich schwer tun. Also wenn es ein Gebein vorne ist, dann ist es ein bisschen schwierig, selbst für mich. Ja, ist an der Grenze, wenn ihr Noto macht. Ja, also ihr habt jetzt eure Technik gemacht. 1, 3, Ochigori, rechtes Bein ist hinten. Jetzt geht das linke Bein nach hinten. Jetzt habe ich hier viel mehr Platz, viel mehr Länge. Ja, und jetzt geht es schön flüssig. Ja, also wenn er Noto macht, linkes Bein nach hinten, kommt er mehr in die Streckung, denke ich mal, wird es einfacher. Okay, dann Video Nummer 4. Wenn er Noto macht, wird die Scheide zur Seite ziehen und dann muss ich wieder gucken, sondern die Scheide geht gerade nach hinten. Ihr seht, mit dem Zeigefinger, Daumen führe ich die Klinge und dann geht die ganz von alleine rein. Ist dann einfach. Also gewöhnt euch das nicht an, sondern woge. Ist schwierig, ist komplizierter. Dann Video Nummer 5. Ihr seid keine Roboter, macht diese Technik. Wenn ihr jetzt hier seid, nicht so abgehackt, sondern macht sie flüssig. Okay? Ist viel einfacher. Dann, wenn er den ersten Schnitt schon macht, ich zeige es mal von hier, das Schwert nimmt nach hier hinten. Es hat hier hinten nichts verloren. Grundsätzlich, Waffe sollte immer noch im Blickfeld sein. Das heißt, wenn er jetzt hier in den ersten Cut macht, stoppt hier. Die Klinge ist so, eigentlich von der Entfernung her jetzt wie mein Vater auf Fuß, die große Zehe. Ja, ich zeige es mal von hier. Also, ihr macht einen Schnitt, stoppt hier. Und hier hinten, dann verliert er Kontrolle über die Waffe. Okay? Genau das gleiche, wenn er Ochigori macht, nicht nach hier hinten. Das ist hier vorne. Okay? 1, 2, hier. Und dann fange ich an. Okay?
Okay, das ist zu weit hin. Wenn ihr da hier zu viel Stretch in die Schulter rein, könnt ihr euch die Schulter verletzen dann dementsprechend auch. Ja, auch bei Video 5, Video 6, auch schwer, also wie gesagt, nur zu weit nach hinten und dann auch beim Noto bescheiden nicht in der Bewegung, sondern wirklich nur in der Bewegung. Okay, dann Video 7 und Video Nummer 8. Achtet auf die Beinachse. Ja, also wenn ihr jetzt hier seid, wie gesagt, Beinachse, da habt ihr beim rechten Knie habt ihr ziemlich gut aufgepasst, alle. Nur beim linken Knie, da fast jeder von euch dieses Knie hier so ein bisschen nach innen weggeht. Achtet darauf. Okay? Dann, was mir auch aufgefallen ist, beim Jakob ist er hier wirklich nach vorne gehen. Also nicht das, die Vaterrücken nach oben, sondern gestreckt Rücken nach vorne. Also hier. Und jetzt geht zurück in meine Kasumi no Kamai. Mach die andere Geschichte, die andere Seite. Bis hier, dann bin ich wieder hier. Ich zeige es mal komplett, wie ich es machen würde. Denn hier komme ich nach vorne, oder die Hand wird ziemlich gestreckt. Und dann bin ich hier. Ja, ich zeige es nochmal. Hier, das ist Stopp, nicht das. Ja, das sehe ich auch sehr oft als Fehler. Und wieder nach hier. Okay? Wenn man hochgeht, links nach rechts. Wo ich hier die Hand an den Unterarm anlege, verriegeln, richtig nach vorne. Wie gesagt, wenn ihr hier seid, Rücke streckt sich, Rücke streckt sich. Dann von hier aus zieht er die Klinge zurück. Also nicht so sehr schneiden und dann hier zurück, sondern wirklich schneiden nach vorne, dann zurück, schneiden nach vorne und dann zurück. Ja, macht der Körper diese Bewegung, ist dann einfacher. Ja? Wie gesagt, auf Video 9, da war zum Beispiel die Streckung gut beim Hieb, aber so ein bisschen das Knie ging so ein bisschen nach innen weg. Da noch ein bisschen drauf aufpassen, habe ja erklärt, wie man das machen kann. Und ja, aber es sind nur Details. Grundsätzlich finde ich geil, dass ihr das so trainiert. Macht so weiter, eine weitere Videos zu schicken, finde ich toll. Und so kommt man zu einer guten Zusammenarbeit. Wird man es nicht immer nur von den gleichen Leuten wünschen, sondern auch von den anderen, die da noch so regelmäßig ins Training kommen, wo ich mir was schicke. Es motiviert auch untereinander, glaube ich. Und bis zum nächsten Mal.